Soll ich früher in Rente gehen? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand und im heutigen Video schauen wir uns diese Frage an von einem Zuschauer. Und das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Nämlich Leute arbeiten in Europa, bezahlen regelmäßig in ihre Altersvorsorge ein. Einige haben vielleicht nicht mehr die Kraft oder die Motivation, bis zum Rentenalter weiterzuarbeiten, haben aber die finanziellen Mittel, um früher in Rente zu gehen. Und ja, da ist halt bei dem einen oder anderen, der vielleicht eben die finanziellen Mittel hat, doch die Sorge da, dass es am Schluss nicht reicht oder wie viel sollte man auf der hohen Kante haben, damit man ja sicher oder auch ohne da groß Sorge zu haben, nach Thailand auswandern kann. Ja, schauen wir uns hier mal die Rahmenbedingungen an. Ab wann kann man überhaupt als Rentner, in Thailand nennt man es aber Ü50, weil dafür gibt es ein entsprechendes Visum, das sogenannte Ü50-Visum, Non-Immigrant Ü50-Visum. Das ist auch das sogenannte in Klammern Rentnervisum. Also das würde bedeuten, dass man die Möglichkeit hätte, ab 50 oder nach dem Erreichen des 50. Altersjahres nach Thailand auszuwandern oder hier sich lange aufhalten zu können. Es gibt ja sehr viele Rentner, die zum Beispiel 6 Monate in Thailand leben, 6 Monate in Europa. Das ist ja gerade eigentlich perfekt, wenn in Europa der Winter kommt, ist hier High Season, also die schöne, warme, sonnige Jahreszeit. Wobei das ganze Jahr scheint hier eigentlich ziemlich heftig, die Sonne, aber ja, das ist halt so die beliebteste Reisezeit dann. Und von dem her ist Thailand hier ja prädestiniert, mit diesem Visum eben auch in Thailand, ja, in Rente zu gehen. Aber nur ein Vorhandensein dieses Visum heißt noch lange nicht, dass man dann eben auch hier sein kann. Denn dieses Visum ist an finanzielle Bedingungen geknüpft. Entweder hat man eine monatliche Rente von 65.000 Baht oder ein Bankguthaben von 800.000 Baht. Und das sind schon relativ hohe Summen, vor allem die Rente. 65.000 Baht, so viel oder so eine hohe Rente haben die wenigsten Menschen in Deutschland, so wie ich immer höre. Und dementsprechend wird es halt auch immer schwieriger für Leute, hier ein Visum zu bekommen. Etwas leichter haben es dann diejenigen, die mit einem thailändischen Staatsbürger verheiratet sind. Die benötigen nur ein Vermögen von 400.000 Baht, also die Hälfte, damit sie hier ein entsprechendes Visum erhalten. Obwohl man immer wieder hört und liest, dass Thailand extrem teuer geworden sei, auch die Visabestimmungen viel zu hoch sind, vor allem für Rentner, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn man es mit dem Ausland vergleicht, vor allem mit den westlichen Staaten, die auch sehr beliebt sind, wie Australien, USA, Kanada etc., dann ist es dort ja viel, viel schwieriger, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, als jetzt hier in Thailand, wo man diese Beträge nachweisen muss und dann halt hier auch wirklich bleiben kann. Ja, und diese Möglichkeit nutzen auch viele. Also es gibt doch noch sehr, sehr viele Leute, die die Anforderungen erfüllen oder auch das nötige Ersparte haben, um eben in Thailand in Rente zu gehen. Die Zahlen sind auch da nicht wirklich rückläufig. Es gibt mal ein bisschen mehr Leute, die kommen, mal ein bisschen weniger. Aber grundsätzlich ist eigentlich Thailand nach wie vor ganz, ganz oben im Beliebtheitsgrad bei den Ländern, wo man hingehen möchte, um halt dann die Rente oder die restliche Lebenszeit zu verbringen. Aber schauen wir uns jetzt abgesehen vom Visum auch mal die anderen Sorgen an, die viele haben. Und das ist halt da die Geldsorge zum einen und der Austritt aus den Sozialversicherungen. Und ich denke, das ist bei vielen der wichtigste Punkt. Ja, beim Geld, da muss halt jeder selber für sich kalkulieren, ob er sich das Leben in Thailand leisten kann. Ich kann da auch nicht pauschal irgendwelche Zahlen geben. Der eine lebt hier mit 1500 Euro im Monat sehr gut. Der andere braucht 2000 Euro. Es gibt auch vermehrt Leute, die berichten, dass sie mit 800 bis 1000 Euro hier leben. Finde ich dann schon echt knapp, aber das sind dann wahrscheinlich auch diejenigen, die schon seit Jahrzehnten hier sind, schon früher nach Thailand ausgewandert sind, als die Preise noch etwas niedriger waren oder sie leben halt auch in ländlichen Regionen. Aber das ist dann so, schon sehr, sehr sportlich. So realistische Beträge, wo man dann auch wirklich sagen kann, man lebt dann hier auch ab 1500 Euro pro Monat aufwärts, wenn man auch noch eine
anständige Krankenversicherung möchte. Einige werden jetzt sagen, ja, aber 1500 Euro, jö, das ist ja so viel Geld, so viel brauche ich ja nicht mal in Deutschland. Das ist richtig, aber wenn du auswanderst, vor allem in ein Drittstaat, also jetzt nicht EU-EFTA-Raum, dann bist du auch nicht mehr im Sozialhilfesystem, wie man es halt jetzt in Deutschland, Österreich oder der Schweiz kennt. Also wenn du hier dann mal finanzielle Probleme hast oder ja, halt sonst irgendwas kommt, da kommt dann nicht der Staat und hilft dir. Da bist du auf dich alleine angewiesen oder gestellt. Da ja, musst du bei Freunden, Familien oder so um Geld fragen oder halt im Notfall dann wieder zurück nach Hause. Und das ist für viele dann halt auch ein Schlag ins Gesicht, wenn sie wieder zurück müssen, weil sie halt zu knapp kalkuliert haben. Wie kann man aber das herausfinden, wie viel man zum Leben hier braucht? Ist eigentlich ganz einfach. Man reist halt einfach mal für ein paar Monate nach Thailand, nehmt eine Art Auszeit, nehmt sich hier eine Wohnung oder mietet sich eine Wohnung, schaut mal, was da die Mietpreise sind, was das Leben hier kostet, Visum, Krankenversicherungen und dann natürlich noch eine Reserve obendrauf. Und dann müsste man da eigentlich gut abgesichert sein. Aber was sich natürlich jetzt viele auch fragen, eben Sozialversicherungen. Wenn jetzt jemand früh Rentner ist, oder? Und das ist auch das, was man hier sehr oft sieht, dass die Leute schon mit 55 nach Thailand reisen und in Rente gehen. Grund dafür, ich habe es vorher erwähnt, ab 50 bekommst du ein Visum. Und diejenigen, die natürlich gespart haben oder auch investiert haben in Aktien oder Immobilien und dann halt alles verkaufen, den nötigen Batzen Geld zusammen haben, um früher in Rente zu gehen, die machen das auch, also ein Großteil. Aber da muss man natürlich dann auch schauen, dass wenn man sich abmeldet in Europa, komplett abmeldet, dann ist man auch da nicht mehr in den Sozialversicherungen. Und das würde dann auch bedeuten, dass man genügend Reserve haben muss, um eben die Zeit auch zu überbrücken, bis man dann eine Rente bekommt. Wer aber den sicheren Weg gehen möchte und eben nicht raus aus den Sozialversicherungen, der macht am besten zum Beispiel 6-6, also 6 Monate Deutschland, 6 Monate Thailand, nach wie vor in Deutschland angemeldet oder eben auch in der Schweiz oder Österreich. Und dann hast du auch dort weiterhin deine Sicherheit und kannst halt ein bisschen pendeln. Das kann auch 8-4 sein. Also ich glaube, die meisten hier, die machen 8-4, 8 Monate in Europa, 4 Monate in Thailand, meistens dann so von Dezember bis März, teilweise auch April sind die Leute dann hier und dann, wenn dann so der Frühling wieder beginnt, reisen sie wieder zurück nach Europa. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch für die meisten die beste Lösung, damit sie eben auch noch Familie und Freunde in Europa regelmäßig besuchen und sehen können. Um nochmals auf die Frage zurückzukommen, wann ist der beste Zeitpunkt, um in Rente zu gehen? Da ist meine Antwort, wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute mir schreiben, die zwischen 55 und 60 Jahre alt sind und die fragen, ob es sich lohnt, schon nach Thailand auszuwandern als Rentner oder ob sie noch warten sollen, bis sie 65 Jahre alt sind. Und wenn sie mir dann sagen, wie viel Vermögen oder Geld sie zur Verfügung haben, also sagen wir jetzt mal so ein Mittelwert von 3.000 bis 4.000 Euro pro Monat, wenn sie vom Ersparten leben müssen, bis sie eine staatliche Rente bekommen. Da sind natürlich auch viele Schweizer drunter, darum ist da der Schnitt auch etwas höher. Bei den Deutschen ist es meistens ein bisschen weniger, bei den Schweizern kann auch gut 5.000 bis 6.000 Euro locker der Fall sein, was man hier pro Monat zur Verfügung hat, bis man dann ins Rentenalter kommt. Und wenn ich natürlich solche Zahlen höre, also alles so über, sagen wir mal, 3.000 Euro aufwärts, und die Leute mich fragen, ja, würdest du schon mit 55 in Rente gehen, wenn du dir jeden Monat 3.000 Euro auf die Seite legen kannst für die Lebenshaltungskosten, dann muss ich sagen, ja, dann musst du überhaupt keine Angst haben. 3.000 Euro pro Monat in Thailand ist eine Menge Geld. Mit 1.500 ist vielleicht eher noch etwas knapp. Da macht sich der eine oder andere vielleicht doch noch Sorgen, wenn er noch so lange überbrücken muss, also sagen wir mal so um die 10-12 Jahre, bis dann die Rente kommt, wenn er mit 55 auswandert. Das geht natürlich, aber gewisse Leute haben auch schon in Europa einen sehr hohen Lebensstandard und
ja, mit 1500 Euro, wenn du jetzt in Europa einen Mercedes fährst, eine riesige Villa hast oder weiß ich was, dann wirst du hier wahrscheinlich mit dem Geld nicht denselben Lebensstandard haben, sofern du in Europa die Häuser und die Karre nicht verkaufst. Also wenn du dort natürlich alles verkaufst und dann hier in Thailand dementsprechend auch wieder was kaufst, in dem Rahmen wirst du sicherlich gut leben können davon. Aber viele gibt es ja auch, die halb machen, 6 Monate Deutschland, 6 Monate hier. Das meiste halt, die Immobilien etc. noch in Deutschland haben und einfach 1500 Euro zur Verfügung, dann kann man hier in einer Mietwohnung sicherlich gut davon leben, aber jetzt nicht in purem Luxus wie auch zu Hause. Also da muss man ein bisschen abwägen, was man möchte. Aber für all diejenigen, die halt ja pro Monat so horrende Beträge haben wie 3000 Euro, die müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Und da würde ich dann wirklich sagen, hey Leute, arbeitet nicht, bis ihr tot umfällt, nur weil ihr irgendwie da ein bisschen Angst oder Sorge habt. Wenn ihr wirklich so viel Geld pro Monat an Erspartem zur Verfügung habt, dann würde ich sofort auswandern. Muss ja nicht Thailand sein. Ich meine, mit so viel Geld pro Monat, da kannst du auch in Europa oder sonst irgendwo hin, wo es dir gefällt und dort das Leben genießen. Und wie gesagt, es gibt leider viele Leute, die ich regelmäßig sehe oder höre, die sehr viel Geld zur Verfügung haben, aber einfach irgendwie Angst haben vor der offiziellen Rente, ja, die Schweiz oder Deutschland oder Österreich zu verlassen. Und die warten und warten und warten halt einfach, bis sie dann ins Rentenalter kommen. Und viele, ja, die sind dann vielleicht auch nicht mehr so fit, um dann eben mit 65 oder 67 nach Thailand auszuwandern und hier dann nochmals ein neues Leben aufzubauen. Also meiner Meinung nach, je früher, desto besser. Auch da, eure Meinung ist wie immer gefragt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würdet ihr mit 3000 Euro im Monat oder wo ist da eure finanzielle Grenze? Reichen 2000 auch schon, um auf safe, also wir sprechen hier wirklich sicher, nicht da irgendwie so Experimente oder so, weil es geht hier wirklich um Leute, die große Sorge haben, ob sie dann auch wirklich bis zur Rente gut leben können und keine Probleme bekommen. Also schreibt gerne mal rein in die Kommentare, was so der Geldbetrag ist, wo du sagen würdest, mit dem Geld solltest du unbedingt auch schon mit 55 nach Thailand auswandern oder auswandern im Allgemeinen, wenn du jeden Monat diesen Betrag zur Verfügung hast. Für diejenigen, die das Video auf Facebook schauen, die Kommentare sind jeweils bei YouTube geöffnet. Dort lese ich sie dann auch alle durch. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.